Hallo, meine Geschenke kochenden durchs Bild, Läufer, und herzlich willkommen zurück zu weiteren Lauschig-Flauschig-Grünchen hier bei Stardew Valley. Wir haben, oh, heute ist mal Sonntag, Königin der Soßen. Ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem Geheimkochbuch. Das Gericht diese Woche ist... Hey, also ihr habt eine Menge Karpfen auf Lager. Wusstest du nicht, was du damit anfangen solltest? Ja, ich auch. Stelle für euch eine großartige Lösung zu diesem wohlbekannten Problem. Ich nenne es Karpfenüberraschung. Sie ist super einfach zuzubereiten, aber du brauchst eine Menge Karpfen. Karpfenüberraschung. Okay. Wie sieht morgen der Wetterbericht aus? Klar und sonnig. Und der Wahrsager sagt... Müsst ihr Barsch? Oh, Hallöchen. Ich habe dir morgen damit verbracht, ein paar Zäune zu reparieren. Sie sollten so gut wie neu sein. Oh, du bist so süß. Heilig mir, wenn ich mehr über Hofarbeit Bescheid wüsste, würde ich dir mehr helfen. Entschuldige. Ich werde an dich denken. Ah, du bist so süß. Aber wir könnten jetzt hier abmachen, wenn wir wollten. Aber ich will gerade nicht. Die Stimme ist immer noch nicht ganz da. Die kämpft noch. Und sie wird langsam ins Leben zurückkehren. Hey, Ivy Chicken. Ich wollte gerade Ivy Knie will sagen, aber es ist Ivy Chicken. Und da ist die liebe Mathilda. Ich hoffe, euch geht's beiden gut. Lass mich mal da noch kurz rein. Hier haben wir noch ein Schattenei. Und hier haben wir noch ein Silberei. Silbereier bringt mir nichts. Ich brauche die normalen Eier, weil mit Silberei wäre nicht so gut. Weil die kann ich nicht übereinander stapeln. Und da ist auch schon mein Töchterlein. Das heißt, ich muss jetzt schon nach einer Minute oder kurze Pause machen. Und bin gleich wieder für euch da. So, dann wollen wir mal weitermachen. Genau, ich habe einen schönen lieben Tipp bekommen. Bezüglich einer geheimen... Also, für mich ist sie schon geheim, ja. Ich weiß nicht, ob sie insgesamt geheim ist, aber... da ich sie selber auf jeden Fall nicht kannte, ist sie für mich ja schon mal geheim. Einer geheimen Quest. Und die würde ich mit euch auch gleich mal ablaufen. Aber dazu brauche ich noch ganz kurz ein... So. Dich nicht. Dich brauche ich. Und mir ist was eingefallen. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, den Kalender wieder angebracht. Und jetzt ist aber ja natürlich nicht da. Du warst in der vorletzten Folge. Irgendwie war das so. Weil ich muss den erstmal darüber packen. Und dann packe ich mir hier das rein. Und dann kann ich... Genau, morgen ist Gus Geburtstag. Der Gus muss ich nochmal nachgucken. Ihr wisst ja, wieder zwischen den Tagen Switch mache ich einen kurzen Break. Und werde mal dem nachgehen. Eine andere Sache noch. Ja, ihr wisst schon, ich will trotzdem mal runtergehen. Mal gucken, ob die irgendwas hat, was wir vielleicht verwenden können. Hey, mein Süßer, was machst denn du hier? Jetzt hier heute unterwegs, ja? Kleiner Rebell. Nein, bitte nicht. Ah, das war bestimmt unsere Maus. Warte mal. Und eine Sache noch, weil wir müssen immer wieder unsere Blümchen... Oh, die sind ja schon gewachsen. Naja, kriegen wir sie wenigstens so gegossen. Machen wir trotzdem so. Ist egal, ist egal. Well, Wasser haben wir einiges. Hühner habe ich gemacht, das war ich jetzt gewesen. Hier ist mal ein bisschen was, was wir noch machen können. Jetzt gehen wir erstmal dahin und dann gehen wir die geheime Quest von Mr. Quee machen. Hallöchen, du hast schon gewunken, bevor ich überhaupt ansatzweise ein Bild war. Ein Bruschetta, eine Schleim, eine Pudding, Haselnuss. Ich könnte jetzt angeln. Aber weißt du was? Ich bringe ihm einfach ein. Das brauche ich nicht angeln, habe ich eine Quest erledigt. Mission completed, meine Freunde. Mission completed. Ich glaube, ich krieg 1000 und habe 600, also mache ich einen Plus von 400. Könnte das auch angeln gehen. Aber ich glaube, das Angeln ist so das Einzige, was mir halt nicht so, also ich hätte nichts Schlechtes oder sowas. Ich bin irgendwie gerne hier so eher unterwegs, laufe herum, guck mir alles an, etc. pp. Das ist eher so mein Ding, halt, ja, die Angel zu schwingen so ein bisschen. Wisst ihr, wie ich meine? So.
Ja, dann wollen wir mal gucken. Was ist hier los? Wir sollen in die Richtung gehen und dann durch den Tunnel. Damals ging das hier gar nicht weiter, ne? Es ging hier damals gar nicht weiter, meine Freunde. Bist du hier geht's auch. Oh, warte mal. Schließkasten und für die Batterie. Das hat funktioniert, die Kassette schwingt auf. Hier liegt eine Notiz. Bring die Hausaufgabe, bring eine Regenbogenmuschel zum Bahnsteig, lege sie in die Box. Mist. Die Regenbogenmuschel habe ich die ganze Zeit. Jetzt muss ich erstmal mit der Wartung eine kriegen. Ah! Oder haben wir noch eine? Wir müssen was nachgucken. Aber interessant, da war zumindest die Quest. Danke für den Tipp, dann haben wir das nämlich jetzt auch hinter uns. Und ich glaube, die Regenbogenmuschel habe ich nicht aufgehoben, bin ich mir sicher. Weil ich wusste nicht, dass man die braucht. Aber da sind. Oh. Ich habe gar nichts gesagt, Leute. Ich hoffe doch immer, weil das irgendwie da. Wie auch immer. Na gut, wir genießen. Also diese Wolke, ich dachte gerade, jetzt kommen die Aliens hier. Hier gleich wie bei Independence Day. Den Alien werden wir auf jeden Fall noch suchen. Ihr merkt ja die Stimme. Es kommt immer mehr. Ich will sie aber halt nicht so weit belasten. Ich musste jetzt auch noch die Tage davor eine Session machen für mein Let's School. Und also, weil ich wollte. Ja, also müssen ist ja eine andere Sache. Ich muss regulär gar nichts. Wir wissen ja Bescheid. Ich bin ja hier auf freiwilliger Basis alles. Aber ich wollte die Aufnahmesession machen, weil ich jetzt am übermorgen kommt dann nämlich jetzt War Tales, das nächste Update heraus. Und das ist total genial. Ah, ein kleiner Tipp. Wenn ihr auf Brettspiele steht, ja, ihr steht auf Brettspiele, mögt auch vielleicht ab und an World of Warcraft, nicht jetzt unbedingt noch als Spiel. Oh. Hi. Oh, hallo, warte kurz. Ja, klar, du, ich trinke noch Kaffee. Ich bleibe. Okay, entschuldige, ich wollte nur meine Arbeit zuerst beenden. Alles gut, kann ich verstehen. Woran arbeitest du? Ich arbeite freiberuflich als Programmierer. Oh, das ist ja cool. Habe ich mir nie getraut selber. Das war eine Nachricht von Sam. Er will sich anscheinend treffen. Ich will heute nicht wirklich nach draußen. Oh, hi, Frankie. Basti, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich hier reinkomme, aber ich habe Abigail im Laden getroffen und sie meinte, sie würde nach dir suchen. Hast du ihr gesagt, dass ich arbeite? Hab ich. Aber sie meinte, sie würde vermutlich trotzdem mal vorbeischauen. Niemand nimmt meinen Beruf ernst. Keiner belässt Maro, wenn sie in der Klinik arbeitet. Denkt jeder hier, dass ich den ganzen Tag nur im Internet surfe? Nee, ich finde, du hast einen coolen Beruf. Folgt mal nach der Karriere zielen. Naja, ich versuche zu sparen, damit ich hier ausziehen kann. Vermutlich in die Stadt oder so. Weißt du, wäre ich zur Uni gegangen, würde ich vermutlich gerade sechsstellige Beträge verdienen. Aber ich will nicht Teil von diesem Firmenwettlauf sein, verstehst du? Das und ich fühle mich hinter dem Bildschirm wohler als im direkten Umgang mit anderen Menschen. Ah. Ich sollte zurück an die Arbeit. Ich muss dieses Modul bis morgen fertig haben. So wie cool. Genau. Warum bin ich jetzt eigentlich hier runtergegangen? Ich wollte eigentlich Demetrius treffen. Den würde ich bestimmt nicht hier unten antreffen. Ich glaube, Demetrius ist unterwegs. Ich glaube, der müsste im Dorf sein, aber ich gehe jetzt erstmal woanders hin. Genau. Wenn ihr so auf World of Warcraft solche Sachen steht, es gibt gerade das Brettspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau heißt. Da müsst ihr mal bei Media mal gucken. Da gibt es das Brettspiel gerade. Wenn ihr es online bestellt und euch liefern lasst, für knapp 15 Euro. Also ich finde, das ist eine gute Sache. Da rein? Nee. Da rein? Nee. Wo ist denn jetzt hier das?
Bist du? Genau, also da gibt es gerade das Brettspiel für 15 Euro. Und also wer Bock sowas hat, einfach mal ja, bestellen und dann habt ihr das. Da auch nicht. Ja. Ah, du wirfst die Muschel in die Box, sofort flattert eine Notiz von Dachsparren über dir herunter. Gut gemacht. Deine nächste Aufgabe, platziere 10 Rüben im Kühlschrank des Bürgermeisters. Rüben? Rübenthaler Wüstenmaus, lalalala. Mein Kaffee beinahe runtergefallen. Ja, ganz kostbar, ganz kostbar. Also ich sag mal, das Spiel kostet glaube ich sonst 40, 50, 60 Euro, ich weiß es nicht genau. Und für 15 Euro dafür, dass sie euch das auch nach Hause liefern, ist gerade im Angebot. Also wer Bock drauf hat, wer gerne so eine Brettspiele mag, ist glaube ich von 2 bis 4, 5, 6 Personen. Und ich habe mir das auch gleich mal bestellt, weil ich finde das super interessant. Und dachte mir, legen wir mal los, nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht, wie lange das geht, müsst ihr euch gucken. Ich hoffe, dass es an dem Tag, wo jetzt die Folge rauskommt, noch immer gibt. Aber ja, müsst ihr gucken, ob oder ob nicht. So, Demetrius, komm mal her, ich habe einen Kugelfisch, habe ich sogar gekauft. Oh, da bist du ja. Dieses Exemplar sieht perfekt aus. Ich werde das direkt einfrieren. Danke, Frankie. So, siehst du, das kriegen wir jetzt hier hoch. 1000G. 1000G haben sozusagen 400 plus gemacht. Ich finde es völlig auch legitim. Wir müssen es ja nicht immer übertreiben. Ich brauche Rüben. Rübenthaler Wüstenmaus. Ich weiß, es ist Rübenthaler Wurst. Oh, ich muss mal durchspannen. Heute wieder. Das ist ja so ein ganz lockeres Ründchen. Ach, ich liebe sowas einfach. Solche Spiele sind einfach sowas von toll. Ich freue mich dann auch schon ein bisschen auf Starbound, muss ich mal ehrlich sagen. Bin ja da auch gespannt dann drauf. Hab da mich ja jetzt schon ein wenig getriggert. Da bin ich ja mal ganz heiß drauf. Dann machen wir noch Rüben. Was sind überhaupt Rüben? Hä? Was für Rüben meinten der? Rüben. Was für Rüben meinst du? Überhaupt schon in dieser Jahreszeit? Bin echt gerade überlegen, ob wir überhaupt was Rüben jetzt waren. Warte mal, können wir das nicht hier bei der Sammlung sehen? Es ist Lauch, Knoblauch, Radieschen. Hä? Habe ich die noch nicht, oder? Dachte, jetzt kann ich das voll hintereinander verfolgen, aber Pustekuchen. Sag mal, Pierre, weißt du, was Rüben sind? Also Tomaten, Peperoni, Weizen. Genau, da brauche ich erstmal gleich nochmal 8. Danke dir. Mohn, Sommerstück, Mais, Rotkohl. Nö, Rüben haben wir hier nicht. Schicke Tapete. Schön pilzig. Rüben sind dann. Müsste eigentlich eine Herbstfrucht sein, oder? Also können wir die Quest jetzt erstmal nicht weitermachen. Und erst wieder im Herbst. Wäre jetzt meine Vermutung. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben ja zumindest schon mal erledigt. Und haben wieder einen Punkt weiter geschafft. Ich sehe nur nicht, warum das Dorf der Ausfahrt abgesperrt ist. Bestimmt irgendein Horrorszenario. Ja, ganz klar. Warte. So. So. Ja, wir machen jetzt hier einfach mal ein bisschen weiter rein. Da packen wir das da rein. Da haben wir nämlich immer auch da schon ein bisschen was. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist. Schon wieder vergessen. Schon wieder vergessen. Ich pack die mir. Ich werde mir die in die Dings reinstellen. Die hier machen wir auf jeden Fall im Herbst dann. Ein schönes Feld.
So, hier was, hier, da was, was. Dann war dieses. Und was machen wir jetzt noch vor Schreck? Genau, wir sollten auf jeden Fall mal nach unten gehen und kontrollieren wegen den Säften. Ja, sehr, ja, Kiefer und her, da ist ja was, da ist ja was. Ja, also wie gesagt, ab Donnerstag müsste dann auf jeden Fall Vortex auch noch losgehen. Dann sind wir leider erstmal wieder auf drei Folgen am Tag. Aber Vortex lasse ich mir diesmal nicht nehmen. Das ist auf jeden Fall Fakt für mich. Und ich weiß, es gab jetzt wieder einen Hype über Medieval Dynasty. Ich müsste eigentlich auch da nochmal rein. Aber Medieval Dynasty warte ich eigentlich auf den Schmied. Der Schmied ist so für mich der Punkt, auf den ich am meisten warte. Wegen den Rüstungen und Co. Dann würde ich das auch nämlich nochmal spielen. Aber wir haben jetzt erstmal noch Starber. Das ist das Schöne einfach. Ich bin ja jetzt recht spät mit dem Anfang jetzt hier, also mit Let's Playen und so. Ich habe so viele offene Möglichkeiten. Viele, die haben das ja nicht mehr. Die haben ja schon dieses Spiel, jenes Spiel, alle Spiele gespielt. Haben sich entweder das aufgebaut, dass die jetzt in dem und dem Bereich halt aktiv sind. Und mir steht alles offen. Alles. Ich kann alles noch, das meiste noch spielen. Gut, Spiele, die ich jetzt schon für heftig sind, nicht mehr. Wie Gothic, die ich ja leider so oft gespielt habe, obwohl ich so gerne das Gothic nochmal spielen wollen würde. Wie am ersten Tag. Ach, das wäre so toll. Ist aber nicht. Seetang nehmen wir natürlich mit. Die Dings haben wir ja damit auch erledigt. Brauchen wir auch nicht mehr machen. Damit ist der Kugelfisch auch erstmal raus. Oh Mann. Anderes kommt ja dann auch erst später. Das ist bei mir so richtig. Teilweise Müdigkeit drin. Das ist der Wahnsinn. Ich wollte aber keinen Sommer. Also der Mund bewegt sich trotzdem die ganze Zeit am Quatschen. Bin ich immer. Selbst wenn ich schlafe, könnte ich jetzt hier wahrscheinlich. Genau. Ja, ich werde gleich wahrscheinlich einen kleinen Zwischennickerchen machen, wenn ich dann die Video render. Hm. Ich muss mir echt dann auch mal die Zeit wieder nehmen. Aber da ist jetzt halt, wie gesagt, durch die Krankheit, durch das Drumherum und der Stress und Weihnachtszeit und blablabla, ist hier wirklich, man merkt, dass man weniger Time hat. Ich werde auch zur Weihnachtszeit, nicht, dass ihr euch wundert, werden wir vorproduzieren. Ja. Und deshalb vorproduzieren, damit ich die Möglichkeit habe, auch zu intervenieren, wenn irgendwas ist. Ich möchte auch über die Weihnachtszeit eigentlich nicht so viel dann am Rechner halt sitzen. Und also das ist doch so nicht viel am Rechner, aber ich würde dann einfach auch gar nichts aufnehmen in der Zeit, denn ich würde dann wirklich mich darauf konzentrieren, dass wir einfach von hier feiern, dass meine Familie und ich feiern können, ganz in Ruhe, alles schick ist. Und ihr trotzdem auf eure Kosten kommt, zu gucken, wenn ihr möchtet. Gut, Schatz, hast du heute alles erledigt, was du heute vorhattest? Ja, so ein bisschen. Hab ein Rätsel gelöst, aber ich muss jetzt, glaube ich, erstmal warten. Okay, der will nicht. Dann hauen wir uns hin. Also, dann machen wir es richtig, ja? Und werden gleich, meine Damen und Herren, nochmal wegen Goose gucken. Nicht schlecht. Okay, ich bin gleich ja da, guck kurz in Goose und dann spielen wir noch den letzten Tag da zu Ende. Okay, dann habe ich jetzt auch nicht weiter geschickt, jetzt weiterzumachen. So. Das Richtige, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist das heute. Der Wurzel von Goose. Da brauchen wir. Erstmal guten Morgen, meine Hübsche. Entschuldigung, ich stinke. Ich habe die ganze Nacht in der Hitze geschwitzt. In der Hitze? Ah. Genau, gut zusammen unter die Dusche gehen, meine Hübsche. So, wunderschöner sonniger Tag. Und der Wahrsager. Der Tag liegt in meinen Händen. Na, dann wollen wir mal den Tag genießen in meinen Händen. Oh. Pepperonski ist fertig, meine Damen und Herren. Pepperonski ist fertig. Nein. So, fertig! So. Nee, da brauchen wir jetzt nicht. Pepperonski wollen wir uns aufheben. Zumindest die da. Die anderen können wir verkaufen.
Oder nicht, hier ist ein gutes Geschenk für... Genau. Ja, und ich glaube... ich glaube, es waren... Diamanten habe ich gelesen. Genau, sie haben gesagt, Diamanten. Davon habe ich nur einen da. Den geben wir dann mal unserem... Ayu, warte mal. Wir müssen jetzt auch noch mal gleich ganz fixi-mixi mäßig hier unsere beiden Hübschen danach streicheln. Matilda, was ein Evil Chicken, Evil Chicken ist da oben. So, komm mal her und rein da. Und das ist schon Silberqualität, ey, das gibt mir auf den Keks. Jetzt müssen wir gucken, was die Silberqualität ist. Ah, weißt du, dann willst du auch nur eine verdammte Eierrunde da fertig kriegen und dann hast du sowas. Da muss ich eigentlich überhaupt noch gießen, wenn die fertig sind? Nee, oder? Eigentlich nicht. Wenn die fertig sind, muss ich eigentlich nichts mehr gießen. Dann ist das eigentlich auch erledigt. Ich glaub schon. Da warte mal, meine Freunde, gleich noch mal ein ganz kurzes Päusler. So, und dann bin ich gleich wieder da. So, dann wollen wir weitermachen. La 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 la. So, mein Lisa kriegt erstmal. Ah, streicheln wir zwar, aber wir haben noch kein Dings. Nee, nicht wegmachen. Danke. Ballert er erstmal drauf herum. So. Dann haben wir nämlich ein paar Quests auch erledigt. Dann machen wir jetzt mit Buß erstmal. Das Geschenk ready. Wenn das Geschenk dann ist, was machen wir dann heute noch? Eigentlich nicht viel. Jetzt ist, ja, weil wir jetzt gerade an den meisten Sachen noch nicht vorankommen. Ne? Also müssen wir weiter Geschenke verteilen. Das Ding ist ja noch gar nicht fertig. Da müssen wir den Herbst abwarten. Und da müssen wir dann noch machen. Und Zeit kommt so an. Ihr kennt das ja. Und so, warte mal kurz. Da ist schon wieder der Nix. Ihr kennt das Spielchen. Ja, bin gleich wieder da. So, dann haben wir das. Okay, weiter jetzt. Wir müssen jetzt in die Stadt. Jetzt habe ich die Eier dabei. Hi Pam! Wie geht's dir? Alle gleichen Bärchen? So, dann fahren wir mal in die Stadt. Ah, da. Edelwicke. Sollten wir mitnehmen? Sollten wir mitnehmen? Das wäre schon nicht schlecht. So, dann auf zum Gussilusi. Und ach, guck mal, jetzt Eis. Könnten wir eigentlich auch mal wieder machen. Ne? Eis kaufen. Gut, heute ist Montag. Was ist denn jetzt? Da können wir erst diese Hartholz. Hey, ich werde ein paar Freunde zu einer Zeremonie zur Steinverjüngung einladen. Aber ich brauche ein paar Kristalle, um die richtigen Energien zu kanalisieren. Könntest du mir dabei helfen? Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung von Goldmarkell auf. Und was ist das hier? Was will sie da haben? Oh, Turbin, Tupfersmaragd, Jade, Amethyst. Ein rostiger Löffel. Da müssen wir mal gucken, ob wir da alles haben. Ja, wenn nicht, gehen wir mal ein bisschen in die Mine. Dann haben wir da auch schon mal wieder einen Grund, ein bisschen in die Mine herumzuwählen. Willst du mich jetzt rollen? Ich kann doch, aber er wird auch... Ach Mann, ihr wisst ja, bei mir läuft immer Wunderbärchen falsch und ja. Ich weiß, ich könnte eigentlich wieder unseren Pferd... Ich bin so ein typischer Gemütlichkeitsläufer, da bin ich wirklich so ganz gemütlich. Ganz gechillt. So, warte mal, pass mal auf, wir machen jetzt erstmal anders. Oh, guck mal, da ist nochmal ein Diamant. Lump. 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 Und. Lump. So, ein Diamant, den wir da reinpacken können, ein Löffel, den wir da reinpacken können. So, da. Also, was sagt sie? Braucht sie ein Topaz? Amethyst, Topaz, Rubin. Amethyst, Topaz, Rubin, ne? Rubin, Topaz. Rubin, Topaz, Amethyst, Jade und Smaragd. Jade und... Was ist denn ein Smaragd? Oh. Oh.
Smaragd war der Grüne, ne? Das ist unbedingt ein Smaragd sein. Hättest du nicht was anderes wünschen können? Ey, da will ich jetzt. Haben wir natürlich das nicht. Oh Mist. Mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Oh, wäre doch cool, wenn wir das Ding auch mal wieder fertig kriegen. Mal wieder mal eine Quest. Und dann auch noch bei Emily. Okay, bei Emily bringt es jetzt nicht so viel. Aber auch mal ein paar Quests mitnehmen, ne? Kann man ja auch mal einfach machen. So, hey, mein Freund. Pass mal auf. Kannst du mir ein paar Geoden aufbrechen? Also machen wir die Standard-Geode. Was auch immer. Du bist ein Donnerei. Ich brauche einen Grünstein. Aber nicht so ein Grünstein, sondern so ein Grünstein. Smaragd. So, dann kommst du. Ob es ein paar neue Sachen gibt oder eher alle noch ein paar alte. Okay, jetzt kommst du. Feuerquarz, na toll. War Gold an sich ganz gar nicht so schlecht, aber. Na wunderbar. Nicht das, was ich wollte, aber wir können ein paar Sachen Gunther wiedergeben. Gunther Lunda, der bunte Hund da. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommis schreiben, in welcher Etage ungefähr Smaragde nochmal waren. Dann könnten wir vielleicht da nochmal ein bisschen ansetzen. So, hier haben wir mal ein Donnerei. Da können wir hier so eine Trommel. Ne, das ist die Trommel. Neue Belohnung. Machen wir hier nochmal rein und den packen wir hier nochmal rein. Warte mal. Können wir die wieder mitnehmen? Nein, kann man. Hätte ich gerne wieder mitgenommen. Belohnung abholen. Was haben wir denn da? Oh, Trommelblock. Ein Trommelblock. Das Gute ist, wir können es ihr ja schon mal geben. In ihre Kiste oder sowas. Warte mal, müssen wir irgendeine Kiste packen, oder? Wir gehen einfach mal kurz in die Mine rein. Gucken einfach mal ganz kurz, nachdem wir Shit, ich hab Dings vergessen. Wir müssen erstmal Gust ein Geschenk bringen. Und dann fahren wir zur Mine. Und dann gucken wir nochmal nach dem Smaragd. Rein da. So, da brauchen wir den. Blobby Wobby. Ich da rein. Und ihr beide seid ja zwei, die wir ja schon kennen. Und den werden wir mal jetzt einfach in dem Raum aufstellen. So. Gut, aber kann noch nichts raus anfangen. Kann damit noch nichts anfangen. Warte mal, nein. Wein wollten wir ja weiterhin schön zurecht hobbeln. So, was haben wir denn hier noch? Genau, euch beide Sachen verkaufen wir noch und dann geht es nochmal zu Goose und dann gucken wir mal, ob wir nochmal ein bisschen in die Mine kommen. So, los, auf zu Goose ohne Bus. Hey, wir haben nur 7000 K. Wir haben uns so nach unten gewirtschaftet. Es ist so. Oh, wei. Okay, jetzt gehen wir bei Gus erstmal sein Geschenk. Und dann gehen wir auf unten lang mit dem Minecart hoch, fahren dann in die Mine und da können wir dann auch nochmal ein bisschen was machen. So, hier, guck mal, mein Freund. Du hast dich ja mit Gus gegeben. Das freut mich, danke. Oh, 4 gleich. Sehr gut. So. Na dann würde ich sagen, fahren wir in die Mine. Ach, es ist toll. Ha, ihr beiden Turteltäubchen, lasst euch nicht stören. Ja, wir können hier den Müll einmal gerade nicht abchecken. So, auf in die Mine. Und dann, ja, was machen wir da? Fahren wir einfach Ebene 55. Uah!
So, Treppe haben wir schon mal. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo ein Smaragd kriegen. Irgendwie, da ist kein Smaragd und da ist auch kein Smaragd. Na, fahren wir weiter. Ab in die nächste Etage. Weiß noch nicht, ob im Kalten auch einen Smaragd gibt halt. Weiß ich jetzt echt nicht. Aber wir können ja mal zumindest hier auch ein paar große Steine noch mitnehmen. Siehst du, aus dem Grund hebe ich mir eigentlich immer alles auf. Das Problem ist nur, alles kann man sich auch nicht aufheben auf ewig. Bringt's leider auch nicht. Zumindest haben wir hier ein bisschen Eisen. Lohnt sich zumindest minimalistisch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Flum, 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 flum. Flum, flum. Brauche eigentlich nur die Treppe zur nächsten Etage. Danke. Ich finde es so witzig, weil die sich im Endeffekt hier durchaggeln können. So. Ah, und die Feders. Ich glaube, ich werde auf eure Hilfe gespannt sein. Wo wir das bekommen könnten. Weil ich glaube, den jetzt einfach so zu finden, das ist gar nicht so leicht. Aber man braucht schon die Ebene für den Smaragd. Alles andere haben wir. Wir brauchen jetzt wirklich nur die Ebene vom Smaragd und dann ist das auch erledigt. Oh, Hilfe. Jetzt geht's hier ab. Ich habe zumindest jetzt den Diamanten. Ich muss gleich nochmal pausieren, weil meine Kindchen wieder da ist. Aber so, warte mal, gleich wieder da. Ach ja, immer das Mecker untereinander. Wir haben zumindest schon mal den Diamanten wieder gefunden. Den haben wir heute geschenkt. Ich würde gerne den Smaragd haben. Ja, ich habe den ein bisschen abgeschenkt, sozusagen. Da ist jetzt ein bisschen was weg. Oh, Hilfe. Warte mal, nee, das ist Jade, was ich da finde. Leider Jade. Leider Jade. Ach, Mist. Ist ja nichts Schlimmes. Jade ist auch gut, kann man auch gebrauchen. Aber du natürlich, wenn du das eine haben willst, dann immer was anderes kriegst, ist dann natürlich auch immer ein bisschen doof. Aber, na gut, gehört zum Leben dazu. Und noch eine gefrorene Träne. Zwei gefrorene Tränen. Drei gefrorene Tränen. So. 19.10 Uhr. Ich glaube, ich gehe jetzt mal nochmal eine Etage runter. Versuch's da nochmal. Und dann lassen wir das auch, weil ich sehe auch schon wieder, sind schon wieder recht weit von der Zeit. Ich habe in letzter Zeit, mir fehlt in letzter Zeit leider wirklich eher die Zeit. Das ist wirklich bei mir so ein Zeitfaktor der Zeit. Omnigeon, das ist schon mal gut. Omnigeon, da können wir nochmal drauf hoffen. Naja. Dass da was rauskommt in die Richtung, die wir brauchen. Das ist aber das Einzige, was halt schwierig ist natürlich, ist, wenn du soweit schon gespielt hast. Ich sage mal, die letzten Sachen, die dann zu finden, ne? Also das ist ja dann auch schon ein bisschen. Ich weiß, eigentlich müsste ich hier runter, aber es könnte ja hier irgendwo trotzdem noch so ein Jadestein liegen. Nicht Smaragd, nicht Jade. Jade haben wir gerade gesammelt. Noch ein Smaragd. Ach, schön. Aber da ist nochmal ein Stein drin. Den nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal mit, weil wir wollten das auch machen. So, und dann haben wir da nochmal Eisen, da nochmal Eisen. Eisen kann man auch nochmal gebrauchen. Das ist auch nicht gerade schlecht, dass wir jetzt zumindest ein Eisen uns mitnehmen. Ist auch ein guter Rohstoff, den wir immer wieder ja brauchen für bestimmte Dinge. Auch zum Bleistift, glaube ich, für den Blitzableiter und. Deswegen könnten wir den noch gebrauchen. Mal gucken, ob der noch rankommt oder ob wir schneller sind.
Tschüss. Wollen wir noch mal eine runter gucken? Na komm. Nee, leider nicht. Aber die nehmen wir mit. So, Steine sollten wir mal mitnehmen, das lohnt sich. Nee, komm, reicht. Wir haben leider keinen gefunden. Ihr könnt mir gerne einen Tipp geben, in welcher Ebene wir die am ehesten finden. Dann du hast jetzt noch einen Smaragd in einer Tasche, dann kaufe ich dir den. Alles sag mal in der Uhr, ich hole es einfach in der Nacht von den Leuten. Was ist dieses Konzept von Privateigentum, von dem du da sprichst? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber mit eurem Tipp wird das schon werden. Da kriegen wir das schon hin, was wir brauchen. So, dann gebe ich erstmal das alles in die Kisten rein. Ich nehme der blöde Smaragd, der jetzt fehlt. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil alles andere haben wir ja schon. Oh, ich habe eine geile Notiz gefunden. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich ja gar nicht gesehen. Was haben wir da? 37, da sind wir schon bei 800. Oh, warte mal, Kupfer habe ich ja gar nicht drin. Und GU, denn haben wir gesagt, packen wir hier erstmal mit rein. So, was haben wir denn da für eine? Das ist ja süß. Mani mit der kleinen Jazz als Foto. Ist ja süß. Ist ja bezaubernd, putzig. Was ist 23.30 Uhr? Warte ich jetzt mal ab, weil wir eh schon so weit sind von der Zeit, dann können wir auch ganz kurz warten und machen das gleich zusammen. Oder nur ein Smaragd. Ein Smaragd. Ja, ich bin auch müde, mein Freund, wir gehen gleich ins Bett. Magma-Geode und eine gefrorene Geode. Dann nehmen wir das einfach jetzt mal mit, das ist jetzt einfach so. So, so. Gut, und jetzt machen wir uns mal zur Bushaltestelle, zur Stadt. Und dann retour. Ich hätte mit dem Pferd wieder reiten sollen, aber ich bin wieder, andere Dinge mache ich wieder. Jetzt dann nochmal, also er sagte, ich muss ja nur in die Stadt kurz rein, dann sollte das so ein bisschen das geben, aber... Okay, ich glaube nicht, wenn es einmal ist. Ist um eins. Jetzt sollten wir aber zügig ins Bett machen. Dann kriegen wir die Energie nicht mal voll. Aber wir haben ja genug Sachen, um zur Not das dann uns wieder hochzupushen. Den Rest packen wir morgen weg. Aber wir haben heute aber auf jeden Fall schon mal wieder was ein bisschen vorangetrieben. Da können wir auch zufrieden sein. Oh, unsere Hübsche schläft schon. Dann gehen wir mal da hinein. Und gehen ins Bett. Genau. Und ja, sehr schön. Wie sieht es denn aus? Das haben wir nochmal verkauft. Genau, ein bisschen Pepperonski. Ein paar Sachen von dort, dort und dort. Haben wir nochmal 1100 gemacht. Das ist auch sehr schön. Und in der nächsten Folge gucken wir, dass er da langsam ist. Nee, wir haben noch Zeit, bis das fertig sind. Ne? Noch ein bisschen dauert es. Ich hoffe, es ist bald fertig. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge da. Dann, wie gesagt, erstmal einfach gucken, weiterhin beschenken. Gucke ich mal, ob ich dann da wegen euch wegen dem Smaragd das habe, dass wir dann nochmal suchen. Und dass wir die Quest dann auch abschließen. Es wäre halt natürlich toll, wenn wir nochmal so eine Quest abschließen könnten. Und wahrscheinlich dann wieder mal gucken, dass wir ein paar Geschenke noch verteilen und. Und ein bisschen durch die Gegend laufen. Super. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles eigentlich gut. Bis dahin. Tschüss.